Eines der größten Talente, die es je in Deutschland gab, war Markus Kappe. Wir sehen ihn hier rechts mit der verwegenen Frisur. Und unser Autor Martin Hahn hat die Geschichte von Markus Kappe, die tragisch endet, in einem Dreiteiler aufbereitet. Und der dritte Teil davon, der ist jetzt online gegangen und ich kann nur empfehlen, den zu lesen. Markus Kappe hat 1977 bei der Kadettenweltmeisterschaft Garri Kasparow geschlagen, den angehenden dominierenden Spieler des Schachs. Wenn es hier im Hintergrund ein bisschen hechelt, das sind meine Hunde übrigens, die kann ich nicht ruhig stellen. Er hat Garri Kasparow geschlagen, er hat auch Nigel Short geschlagen, der Garri Kasparow im WM-Match, oh, wann war das? 95? Ich bin mir nicht sicher, gegenüber saß. Noch ein Weltklasse-Spieler. Und wenig später hat Markus Kappe mit dem Schach aufgehört. Der Martin Hahn hat, na, hier steht es auch, der Junge, der Kasparow und Short schlug. Martin Hahn hat die letzte Partie, die Markus Kappe gespielt hat, ausgegraben, 1978. Und er hat ganz viel mit Wegbegleitern gesprochen, über das Talent von Markus Kappe, über den Menschen Markus Kappe, darüber, was für Musik er hörte, was er tat und wie er sich gab. Darüber, dass er ein Abi hatte, das besser als 1 war, einen 0,9er Schnitt, wenn es den denn gegeben hätte. Kommt auch noch Robert Hübner drin vor. Bernd Hierholz ist einer dieser Wegbegleiter, den gibt es immer noch, der sagt eine Menge eindrückliche Dinge. Matthias Deutschmann kommt zu Wort, die Stimme des Schachprogramms Fritz. Das ist wirklich nochmal eine beeindruckende Recherche und eine ganze Menge von Zeitzeugen, die da zu Wort kommen und die den Markus Kappe einige Jahrzehnte, nachdem er aus dem Leben geschieden ist, nochmal zum Leben erwecken. Ich kann nur dringend empfehlen, dieses oder die ganze Trilogie für Leute, die es noch nicht gesehen haben, sich nochmal anzuschauen. Ich verlinke das in den Kommentaren und vielen Dank fürs Zuschauen.